Hallo Mikrofone und willkommen zur letzten Folge hier auf pitforge.com. So, zur letzten Folge mache ich nochmal so ein riesen Warzone-Special, wo ich einfach... Ach man, Leute, ich will nicht TS gehen, wenn ich auf dem Server komme. Wo ich einfach mal mit meinem besten Equipment in die Warzone gehe und auch ein paar Leute töte. Und ich habe mir auch so ein paar Sachen rausgesucht, über das ich reden will. Da ich eh gerade in keiner Faction bin, hab ich auch nicht so Feinde oder Freunde hier in der Warzone. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, töte ich ihn auch. Das ganze Essen hier kommt... Ach, lass das Inventar sortieren. So. Das ganze Essen... Hä? Was? Ja, natürlich kenne ich Jambo noch, aber ich bin gerade in der Aufnahme. Ja, da ich hier gerade in keiner Faction bin, würde ich einfach die Leute, die mir in den Weg kommen, so als kleines PvP-Special. Und danach werde ich ein Giveaway am Spawn machen, wo ich meine Sachen verschenke. So, diese ganzen guten Sachen einfach mal so geben. Vielleicht verschenke ich auch irgendwelche Crystals oder sowas, die ich bekomme, so den Legendary an Level 1er oder sowas, um wieder so ein bisschen zu trollen. Ich frage mich nur gerade, ob die Kistenspots wieder geändert wurden, denn momentan sind nicht so viele gerade da. Auch man immer die Leute, die viele TBA-Anfragen schicken. Hä? Als ob jetzt keine Kisten mehr da sind. Als ob hier keine Kisten mehr kommen. Ey, ernsthaft? Kisten? Wo seid ihr? Oh, lol. Und da steht dann einfach mal so eine Kiste rum, in der natürlich nur Schrott ist, die ich nicht brauche. Ich join einfach mal in die Faction von Jambo. Lol. Als ob hier irgendwie gerade keine Kisten sind. Hi. Ich will nur mal Bescheid sagen, dass die Leute mich nicht mal anschreiben und ich will endlich mal auf einen Spieler treffen, damit ich einen Kill machen kann. Leute, kommt. Kommt. Oh, da war eine Chest. Ich bin natürlich direkt dran vorbeigelaufen. Experience, Crystals. Was habe ich eigentlich so in der PV1 noch? Oh, da sind noch ein paar Crystals. Lol, und das hat eine Truhe, die ich nicht gesehen habe. Alter. Meine Frage, hört ihr eigentlich den Presslufthammer bei mir im Hintergrund? 250 Experience, GG. Irgendwie habe ich gerade voll Bock hier auf Pitforge zu spielen, so wenn man so sieht, was ich bekomme. Ich weiß nicht, ob ich wirklich aufhören will, aber irgendwie... Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich aufhören will. Ich habe so viel guten Stuff, ich habe da viel Geld rein investiert. Mal gucken, wie sich jetzt so entwickelt, wenn ich mal Spieler getroffen haben würde, sollen. Hä? Deutsch? Hey, als ob ich bin halt gerade im Dreier-Spot und da ist niemand. Hey, das macht keinen Spaß. Ich wollte eine coole Special-Abschlussfolge machen und dann ist da niemand. Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Dann mache ich einfach Home. Von der Faction. Wenn ich so schon niemanden finde und die Faction sollte euch eigentlich ziemlich bekannt vorkommen. Okay, na gut, man sieht den Unterschied nicht. Oder die den Unterschied, beziehungsweise die nicht Unterschiede, doch die Unterschiede. Hier unten sieht man es extrem. Erkennt ihr das wieder? Das hier ist nämlich unsere alte Faction. Die wurde ein bisschen aus- bzw. umgebaut. Hier oben sind noch die Skelette. Und hier drüben weiß ich nicht, ob da noch was ist. Ja, das sind immer noch die Zombies.
Und hier unten sind Iron Golem Sachen. Wie es hier oben aussieht, weiß ich gar nicht so richtig. Ja, doch, da ist ein bisschen was. Die Fackeln sind nice, das merke ich mir. Und was ist hier oben so alles Schönes? Zimmer? Ja, hier sind Zimmer. Okay. Was ist hier so? Noch mehr Kisten? Okay. F. U. War der Befehl? Slash F. Okay, wer ist da alles drinne? Okay, da sind ein paar Leute drin. Ach komm, ich schreibe jetzt nicht mit denen. Ich überlege, was ich jetzt hier noch mache. Und ja, komm. Ich gehe jetzt Slash Spuren. Und Tool. Und verschenke meinen Stuff. Ich mache eine Meldung im Chat gleich. Drop a random spawn. So. Und dann mal gucken, was kann ich denn so alles rauswerfen, was ich nicht brauche. Also das hier brauche ich erstmal so von mir aus nicht. PV1. Zuerst die Crystals. So. Mal gucken, ob ich die Nachricht nochmal wiederholen kann. Warte, er will mit mir traden. Nehme ich mal schnell an. Okay, ich wollte vermutlich doch nicht traden. So. Einfach mal ein bisschen was in den Chat schreiben. Jetzt nochmal. So. Zuerst die Crystals. Ich renne hier einfach mal so ein bisschen durch. Und werf hier einfach mal so ein bisschen die Common Crystals rum. Ich meine, gut, so viele sind das jetzt auch nicht. Beziehungsweise so gute sind es nicht. Vielleicht sollte ich das nicht hier machen, sondern am Brunnen. Ich lege so eine Spur aus Crystals hier einfach mal die Treppe hoch. So, jetzt, wer bekommt den Legendary Crystal? Okay, der bei Nick hat gerade den Legendary Crystal bekommen, also GG. Ich kann hier bestimmt auch irgendwie hochbacken, oder? Ja, kann ich. Und dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir zu den richtig guten Sachen. PV1. Spawn-Eier. Spawn-Eggs. Jambo sagt, warte. Was? So. Ja gut, meinen Effekten gebe ich ein bisschen was. So, aber die Spawn-Eier, die werden jetzt erstmal hier getroppt. Einfach mal, komm, die Villager kann ich ganz raus droppen. Die ganzen Leute hier sind. So, hier nimmt das. Und jetzt kommen wir zu den Pferdespawn-Eggs. Ach komm, ich werfe einfach alle raus. Und jetzt die wertvollen Sachen, Creeper-Spawn-Eggs. Wie die da unten alle stehen. Hier, du kriegst auch eins. Werf ich mal nach da noch was und nach da was. Die stürzen sich halt direkt drauf. PV1.
jetzt mache ich mal so ein bisschen schon von dem mittelmäßig guten Stuff was und sortiere gleich mal aus, was ich für die Faction da lasse. Für die Faction werde ich da lassen. Also erstmal ziehe ich die Rüstung aus. Für die Faction lasse ich da /PV1 meine Spooky, nee, nicht die Spooky Rüstung, sondern die Chariot Rüstung, die Chainmail Rüstung. Ja, das war's. Also 3 Legendary Rüstungen. Ups, falsch. So, 3 Legendary Rüstungen. Wer hat denn da Kill Aura an? So, genau. Und jetzt kommen wir zu dem guten Stuff. Ich werfe hier einfach mal so ein bisschen Zeug raus an Holy Might. Sie gucken halt alle noch da hoch. Ups. So, so, so. Okay, es ist nicht nur guter Stuff dabei, aber viel. Ach so, bei mir leckt es. Hier, der Helm noch. Und jetzt kommt, na super, ich habe die ganze Rüstung angezogen. Okay, jetzt sind das schon viele. Und die Halloween-Rüstung Level 3 ist auch raus. Gut, und jetzt kommen wir zu dem ganz krassen Stuff. /EC. Insurance Items, 1 Stack Trichter. Spawner, los, komm. So, EC ist nichts mehr drin. Das heißt, jetzt kommen die krassen, die richtig krassen Sachen, Legendaries und sowas. Da ein Insurance. Hier noch ein Insurance. Als ob der Typ die cleared. Okay, naja, warum nicht? So, hier die 2 Picken, die können nochmal schnell raus, einfach so rein. Jetzt kommt es Kingsword. Kingsword Level 3. Geht raus. 3, 2, 1, go. Okay, dann habe ich es rausgetroppt. Jetzt das hier. Die Red Knight. Raus. Mein cooles. Na komm, das Schwert ist auch noch geil. Die Butcher's Club Level 1. /EC, ich habe das Zeug ja im Inventar. So. Der Helm. Tesla Coil. Robin's Sword Level 3. Und jetzt die Trichter. Pass auf. Ich werf sie einfach da rein. Wer die Trichter? Das will ich jetzt noch wissen. Hat niemand die Trichter? Cool. GG, der Typ hat einen Stack Trichter. So, und jetzt kommen wir zu den noch krasseren Sachen. Butcher's Club Level 7. Stone Club. Okay, wer hat die Stone Club? Steve Zockers. Keine Ahnung, wo du bist. Keine Ahnung, dann gebe ich dem Typen einfach meinen Level 3 Small Dagger. Gut. Das war's. Habe ich noch irgendwelche Bounties, die erledigt sind? Ja.
Und jetzt, keine Ahnung. Schreib mal, wer. In den Chat. So, derjenige, der es zuerst hat, der bekommt von mir mein ganzes Geld. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Okay, Bad Boy hat es zuerst geschrieben. Ich mag ihn zwar nicht wirklich gut, aber... Ja, okay, er kriegt es jetzt. Slash Money. Slash Pay. Oh, warte. Bad... war das nicht so geschrieben? Okay. Slash Pay. Bad Boy. Obwohl... Nee, ich mag ihn nicht doll. Ich mag ihn nicht genug dafür. Das war falsch, das heißt, hier, das hatte Bad Boy geschrieben. Ich glaube, dann ist das der Danny 5211 slash pay. Denn nee, Danny 5211. Genau. Und zwar waren das, wie viel Money hatte ich? 110.000. Hier, 110.747,54. Und dann hat er mein ganzes Geld gekriegt. Okay, und dann gehe ich jetzt gleich home und gebe noch meinen Teammates das Zeug. PV1. Einfach mal so ganze Rüstung nehmen. So. Und dann gebe ich den Leuten das Zeug einfach mal. So, okay, ich würde sagen, das war dann mein Abschied, mein Abschiedsgeschenk von Pitforge. Ich hoffe... Hey, nein, Undead Momo, du kannst nichts bekommen, weil ich nichts mehr habe. Nerv nicht. Ich würde sagen, dann... Nee, hab ich nicht. Ich würde sagen, dann war es das mit meiner Abschiedsfolge. Vom PvP her war es nicht so spektakulär, weil irgendwie nur 73 Leute online statt 300. Ja, ich hoffe, euch hat das Projekt Factions gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch jetzt ein Like da. Würde mich freuen, damit ich ein Feedback bekomme. Vielleicht spiele ich irgendwann mal in Jahren wieder, wenn ich ein paar viel mehr Abonnenten habe, nochmal auf Pitforge und beginne das Ganze dann nochmal von neuem ein bisschen anders. Ich kenne mich ja dann hier schon aus. Aber das war's jetzt hier von dem Pitforge-Server. Ich spiele auf cosmicpvp.com weiter. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von einem anderen Projekt. Bis denne. Ciao, ciao.